Bis vor kurzem hatte Eddie Elch einen ganz normalen Alltag. Als Maskottchen hatte er vielen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Durch Corona fallen nun aber viele Großveranstaltungen aus. Neue Lösungen müssen gefunden werden. Doch Eddie ist auch in dieser Krise weiterhin motiviert. Finalist des Schweizer Cup-Finals 2018 ist gefunden. Auch heute die Hauptausgabe der Tagesschau ganz im Zeichen der Corona-Krise mit einem kompakten Überblick. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Krise betrifft uns alle. Aber was wir jetzt brauchen, sind Vorbildsfiguren. Wir brauchen Menschen, die der Bevölkerung den richtigen Weg zeigen, damit wir weiterhin diszipliniert und motiviert bleiben.